Ja, hallo meine Lieben, heute ist Tag 3 und wir begeben uns wieder direkt auf unseren wunderschönen, heißgeliebten Bozo Ball und ihr braucht wieder eure Kurzhanteln dazu. Habt ihr keine Kurzhanteln, nehmt einfach zwei kleine Wasserflaschen. Und wenn du kein Bozo Ball hast, schau einfach mal unten bei mir in die Infobox oder setz dich einfach auf die Matte. Ich würde sagen, es geht los, come on! Apps Challenge to go. Und wie immer haben wir in unserer 7-tägigen Apps Challenge jeden Tag 3 neue Bauchübungen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und bei unserer heutigen Übung begeben wir uns in die Russian Twist. Dazu, ihr Lieben, löst ihr eure Füße von der Erde, findet eine Balance, spannt den Bauch feste an und der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Merke das innerlich ganz bewusst und das Gewicht hältst du hier vor deiner Brust und dann gehst du nach links. Mitte, rechts, Mitte. Und du siehst auch direkt, dass der Oberkörper komplett arbeitet und nicht nur der Oberkörper, sondern im Grunde der ganze Körper, um sich auszubalancieren. Come on, 30 Stück. Ab jetzt. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die nächsten 10. Come on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und immer schön die Schultern weg von den Ohren. Okay, Bauch ist fest. Noch 8, 7. Schöne Rotation über Körper. Noch 6, noch 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Super, lösen. So, bei der nächsten Übung begeben wir uns in die Plank Position, in den Side Plank. Setze mittig deinen Ellbogen auf unter deine Schulter. Komm in den Seitstütz, strecke deinen Arm und wenn du deine Balance hast, dann führst du Elbow to Knee. Okay. 15, 14, 13, 12, 11, come on, 10, noch 9 auf der Seite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und der letzte, Seitenwechsel. Und find auch hier wieder deine Balance auf der Mitte des Balls. Stütz dich kräftig ab mit deinem Ellbogen. Unter deiner Schulter bleibt dein Ellbogen. Und du kommst in den Side Plank. Und 15 Stück to go. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Boah, das war hart. Das war jetzt eine richtig schöne Übung für die seitliche Bauchmuskulatur, für die Obliques und ja, wem das zu viel ist, was ich verstehen kann, der lässt den Bozo-Ball weg. Aber wer es richtig wissen möchte, der nimmt den dazu. Okay, Übung Nummer 3. Bei der letzten Übung nimmst du deine Kurzhantel einfach zwischen deine Beine und dadurch baust du noch mehr Spannung und Kraft auf. Und der Ball dient dazu als Platzhalter zum Boden. Und wir gehen jetzt in die Reverse Crunches. Komme nach oben, leg deinen Kopf ab und senke, senke, ab, ab, ab. Wenn du den Ball spürst, kommst du wieder hoch. Heb den Popo von der Matte hoch. Okay, nochmal. 15. Noch 14. Eine sehr effektive Übung, vor allem für die tiefer liegenden Bauchschichten. Noch 12. Noch 11. Sehr gut. Noch 10. Schön langsam. Nehmt ruhig eure Hände an euren Bauch und versucht die Bauchmuskeln zu erfühlen. 9, 8, 7, noch 6,
letzten 5, 4, komm schön hoch mit dem Popo, 3, 2 und der letzte. Ihr Lieben, das war schon Tag 3 unserer 7-tägigen Abs Challenge. Natürlich könnt ihr diese Challenge auch öfter machen. Ihr könnt auch zum Beispiel 2 Workouts direkt hintereinander machen, wenn ihr fit dazu seid und euch fit fühlt. Und wer mehr von mir wissen möchte und sehen möchte, was ich trainiere und was ich so esse, der folgt mir einfach auf Instagram unter runninggirl_linda. Und am letzten Tag unserer Abs Challenge gibt es auch noch eine Verlosung. Und was es gibt, verkünde ich auf Instagram. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder, 18 Uhr. Muah.